Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video mit Nathalie. Es geht um Daisy Global und hier um die Trading-Ergebnisse. Heute am Sonntag, den 7. Februar 2021. Und ich zeige euch mal, ich sage euch ja die ganze Zeit, es kann hoch und runter gehen. Und was ich heute machen werde, ich fange jetzt an und werde das den ganzen Tag fortführen. Ich werde immer wieder kleine Videos machen, die ich am Ende zu einem Video zusammenschneide, wo ich euch einfach so über den Tag mal die Entwicklung zeige. Wenn ihr euch recht erinnert, gestern haben wir ein Video gehabt mit über 50 Dollar Trading-Gewinn. So, und wenn ihr jetzt schaut, sind wir bei 33,83. So, was ist passiert? Das schauen wir uns jetzt einfach mal hier in der Vergrößerung im Detail an. Also an der Spitze von der Kurve da oben hatten wir sogar einen Gewinn, ich glaube, von ungefähr 58, 59 Dollar. So, was ist heute Nacht passiert? Heute Nacht haben sie einfach, sind sie entweder, also es gibt mehrere Möglichkeiten, ich kann in die Trades nicht reinschauen, aber entweder sie sind einfach nur in weitere Trades reingegangen oder auch ein Trade hat schlecht geschlossen. Und das ist das ganz Normale, ja? So, mir geht es darum, dass ihr heute mal anhand eines ganz normalen Tages seht, wie sich sowas verändern kann. Es kann hochgehen, es kann runtergehen, meistens tut es beides. Und wie gesagt, ich werde nachher einfach dann das nächste Stückchen filmen und euch über den heutigen Tag einfach mal auf dem Laufenden halten. Aber ihr seht, von 58 runter auf 33 und wir waren zwischendrin sogar nur auf 30 Dollar, das ist beinahe die Hälfte wieder von dem Gewinn, den wir schon hatten. Das sind ganz normale Schwankungen, ja, weil wir sind im Trading, das ist einfach auch riskant und da kann eben auch sowas sich mal schnell halbieren oder sogar noch niedriger gehen. Und wir werden aber sehen, es wird entweder heute oder vielleicht auch in den nächsten Tagen erst oder vielleicht auch erst in einer Woche wird es wieder richtig gut hochgehen. Ja, also bis bald zum nächsten Stück von diesem Video. Ich halte euch auf den Laufenden. So, wir sind ungefähr 1 bis 1,5 Stunden später als vorhin. Ich habe nicht ganz genau auf die Uhr geschaut. Der Betrag ist nochmal nach unten gegangen auf 28,61 Dollar. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten oder eine Kombination davon. Sie sind mit Geld in einen neuen Trade reingegangen und oder Sie haben einen Trade mit Verlust geschlossen. Wir schauen einfach, was weiterhin heute passiert. So, schaut euch das an. Kaum eine halbe Stunde später sind wir runter auf 20 Dollar. Für mich immer noch kein Grund zur Beunruhigung, denn das ist Traden. Also, wir schauen, wie der Tag sich weiterentwickelt. So, wie ihr sehen könnt, sind wir im Moment jetzt bei 9,59 Dollar angelangt. Wir sind also in einem Abwärtstrend. Ich zeige es euch hier nochmal an der Kurve vom Gesamtfonds. Und da könnt ihr sehen, ihr seht überall, es ist gezackt, es geht hoch und runter, hoch und runter. Wir hatten einen Aufwärtstrend, jetzt sind wir kurz in einem Abwärtstrend. Und es, wie gesagt, wir können jetzt nicht sagen, ob es vielleicht nur ist, dass sie in neue Trades rein sind oder es sind Trades eben auch mit Verlust geschlossen worden. Oder eine Kombination davon. Wir werden das dann einfach beobachten und sehen, wie es weitergeht. So, wie man sieht, jetzt ein paar Stunden später sind wir wieder auf dem Aufwärtstrend. Wir sind von, ich glaube, 9 Dollar irgendwas vorhin jetzt auf 19 und wir beobachten weiter, wie es sich entwickelt. So, schaut euch das an, da ist wieder einiges im Trading nach oben gegangen. Das heißt, wir sind jetzt wieder bei 24 Dollar und 16 Cent. Und wir beobachten es einfach weiter, was heute noch am Abend passiert. So, das ist der letzte Teil von dem Video, in dem ich euch einfach so über den Tag verteilt zeigen wollte, was passiert. Gestern Abend ist nicht mehr viel passiert. Heute Morgen hatte ich leider nicht ganz so viel Zeit. Wir waren zwischendrin so bei 32 Dollar. Und nun schaut euch das an. 88 Dollar. Das heißt, also wir sind gestern gestartet. Noch bevor ich das Video machen konnte, waren wir bei 58, meine ich, knapp 60. Dann sind wir über die Stunden runtergegangen auf 9 Dollar und jetzt sind wir wieder bei 88 Dollar, 11,74%. Das ist einfach richtig gut, aber mir geht es gar nicht so sehr um die 88 Dollar, die ihr da seht, sondern mir geht es darum, dass ihr in diesem Video mitkriegt, wenn ihr dabei seid und der Kurs geht hoch und runter und hoch und runter und auch mal drastisch runter, überlegt mal bei mir, von knapp 60 Dollar auf 9 Dollar wieder runter, ja, bitte bleibt cool. Also das ist einfach normales Trading. Wenn ihr euch irgendwo im Internet den Kurs von Bitcoin oder von was auch immer anschaut, die gehen hoch und runter und genauso ist es beim Trading. Man nimmt Geld, um zu traden, dann kommen die Ergebnisse, die können positiv oder negativ sein und so geht auch eben dieser Gewinn bei uns hoch und runter.
Also, wenn es euch gefällt und wenn ihr gerne bei uns dabei sein wollt, meldet euch bei mir, kommt in unsere Telegram-Gruppe oder in unsere Facebook-Gruppe und lasst uns zusammen ein starkes Team aufbauen. Bis dann, tschüss!